Ich persönlich bin überrascht über die Entscheidung, die gefallen ist, weil ich Herrn Niesbach immer als guten Präsident empfunden habe, der immer nah bei der Mannschaft war, der auch mit uns Spielern, mit mir auch immer freundlich, nett umgegangen ist. Man konnte auch Spaß mit ihm haben. Mit ihm sind wir Weltmeister geworden. Und daher ist es schon überraschend. Und zu den anderen Dingen, die da im Hintergrund passieren, dazu kann ich mich nicht äußern. Das Einzige, was ich sagen kann, war ein guter Präsident für uns als Mannschaft, für das Team und für mich persönlich auch. Ich hatte mit ihm nie negative Erlebnisse. Eigentlich war alles positiv und darum ist es schade, dass es gestern so gekommen ist. Ich glaube, dass er natürlich auch so in der Mannschaft und bei der Nationalmannschaft so beliebt war, weil einfach, ich glaube, wir kennen ihn alle menschlich, top ist und war. Und das ist natürlich für ihn persönlich sehr, sehr schade ist. Und wir als Spieler natürlich das alle auch mitkriegen. Und das ist alle für uns alle auch natürlich keine schöne Sache. Ich glaube, er war auch ein besonderer Präsident für die Mannschaft, weil man einfach gemerkt hat, dass er den Fußball auch lebt und dass er auch ein Stück weit Fan war dieser Mannschaft und oder auch vom Fußball allgemein. Und das hat, glaube ich, auch jeder in der Mannschaft auch immer gespürt.